Heute das 11. Türchen. 11-mal haben wir einen Blick hinter kirchliche Traditionen geworfen und Hintergründe beleuchtet. Wir haben gesehen, dass an Weihnachten Gott in die Welt kommt. Sein Licht kommt ins Dunkel und wir können es weitergeben. Wir vertrauen einem ewigen und mächtigen Schöpfergott, den wir gleichzeitig liebevoll Papa nennen können. Wie Gott ist und wie er Menschen begegnet, lernen wir aus biblischen Geschichten. Die sind zwar alt, aber sprechen genauso in die heutige Zeit hinein. So können wir neue Aufgaben hoffnungsvoll angehen. Wir können das ganze Jahr über mit Gott im Gespräch bleiben. So entwickelt sich ein Rhythmus aus Alltag und Feiertag, wo wir sowohl genießen können, wie auch anderen zuhören oder selbst ein offenes Ohr anbieten. Ganz natürlich kann unser Glaube an der Haltung sichtbar werden, wie wir anderen Menschen begegnen, wie wir Traditionen aufnehmen, wie wir Neues entwickeln. Weihnachten geht weiter. Die Videoserie ist zwar jetzt vorbei, aber wie geht's weiter bis zum nächsten Weihnachtsfest? Vielleicht hast du ja was gepostet, hast kommentiert, bist mit Leuten ins Gespräch gekommen, mit denen du jetzt den Kontakt halten kannst. Schau doch mal in den Terminkalender deiner Gemeinde oder auf die Website der EKM. Da findest du zahlreiche Veranstaltungen, die dir helfen, mit anderen in Kontakt zu bleiben. Oder werde unser Fan auf Facebook, da bekommst du tägliche News und hast die schnelle Kontaktmöglichkeit, wenn vor Ort gerade mal keiner greifbar ist. Was ich mache? Ich hänge mir die Postkarte auf, als Erinnerung, dass die Botschaft von Weihnachten nicht nur bis zum 26. Dezember gilt. Weihnachten geht weiter. Das ist eine gute Nachricht. Was nimmst du mit? Was wünschst du dir? Wie kannst du mit Glauben, mit Kirche, mit Christen in Kontakt bleiben? Schreib uns doch einen Kommentar. Und übrigens, wenn sonntags die Glocken läuten, das ist eine Einladung.